Du kennst sicherlich die Situation, wenn du ja auch in der Arbeit sehr gut eingebunden bist. Du bist eigentlich ständig in der Gesellschaft, auch dass du deine Familie um dich herum hast. Dennoch fühlen wir uns einsam und verlassen. Vielleicht stellst du dir auch öfters die Frage, wie kommt das und wo kommt das eigentlich her? Wenn man traumatisiert ist, wieso ist man häufig hauptsächlich innerlich, aber vereinsamt? Und in diesem Video geht es jetzt genau darum, wie überhaupt dieser Verlassenheitsgefühl und manchmal Verlassenheitssyndrom entsteht, was das mit Ängsten, Depressionen und Stress zu tun hat und um eine kleine Übung ganz zum Schluss, wenn du magst. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und leider an komplexer posttraumatischer Belastungsstörung seit 25 Jahren und ich freue mich jetzt einfach auf dich. Ich bin mir fast sicher, dass es dir mittlerweile aufgefallen ist und auch bewusst ist, dass körperliche und sexualisierte Gewalt und Missbrauch wesentlich offensichtlicher und häufig auch sichtbarer sind als verbale oder emotionale Missbrauch und eben die Vernachlässigung. Sicher, und einige Statistiken zeigen das auch, dass emotionale und verbale Missbrauch bzw. emotionale Vernachlässigung mindestens so häufig vorkommt wie eben körperliche bzw. nur körperliche Gewalt, und verursachen tut genauso häufig eben Komplextrauma. Wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur deine Ursprungsfamilie sein kann, wo diese Gewaltformen eben ausübt, sondern es können auch, naja, Gemeinden oder eben auch Sekten, verschiedene Vereine sein, die diese Art von Gewalt ausgeübt haben. Und den meisten dieser Art Opfern ist es nicht mal bewusst, dass sie zum Opfer emotionaler Missbrauch gefallen sind. Jetzt lass uns ein konkretes Beispiel nehmen. Du befindest dich mit deinen Eltern am Kinderspielplatz und du bist ja nicht alleine. Unser Hauptdarsteller Chitta, also unser heutiges Ich und eben das kleine, traumatisierte, inneres Kind, Träumi, kennst du ja schon. So, wir sind jetzt eben am Spielplatz und du bist ja nicht alleine. Deine Eltern sitzen auf der Bank und beobachten, was du tust. Beziehungsweise abwesend dein Vater zum Beispiel aufsteht und geht immer wieder zu rauchen und deine Mutter unterhält sich mit anderen Müttern. Du bist vielleicht 4 oder 5 und du freust dich auch gerade darüber, dass deine Eltern nicht so viel Aufmerksamkeit für dich haben. Nämlich, du probierst jetzt gerade auf ein ja, Spielzeug hochzuklettern aus, so wie eben andere auch tun. Dann bist du ganz oben und ein unaufmerksamer Schritt lässt dich ausrutschen und du fällst von diesem Spielzeug. Du fängst an zu schreien. Was passiert? Deine Mutter springt auf, rennt zu dir. Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht da hochklettern sollst und du sollst ja doch auch auf deine Hose aufpassen. Diese Hose hat jetzt Löcher und du bist doch immer so ungeschickt und du kannst nie etwas schaffen. Währenddessen kommt auch schon dein Vater und sagt: Ach du meine Güte, mein Sohn, du hast es ja schon wieder geschafft, dass du als einziges Kind von allen hier wieder runterfällst, deine Hose auch noch kaputt machst und auf deine Mutter natürlich auch nicht hörst. Na dann, lass uns mal nach Hause gehen und wirst du sehen, was auf dich wartet. Was passiert jetzt mit deinem inneren traumatisierten Kind, was eh schon konditioniert ist und genau gewusst hat, warum dann eben hochklettern soll und ausprobiert, ob runterfällt oder nicht? Warum? Weil Träumi bereits Ängste hat. Und zwar hat Ängste vom Schimpfen, von Entwerten, von diesem verbalen Aggression und Angriff von den Eltern. Hat auch Angst davor, dass sich wieder schämt und sich noch weniger und noch minderwertiger fühlt als bis jetzt.
dein damaliges Ich mit 4 oder 5 fängt an zu denken. Und was denkt jetzt dein 4- oder 5-jähriges Ich? Es denkt, ja, das nächste Mal versuche ich wirklich auch gar nicht mehr. Und ja, ich bin eigentlich wirklich ein Unding und ich kann nichts schaffen und ich bin auch körperlich ungeschickt. Ich bin ein Schamfleck für meine Eltern. Am besten ziehe ich mich ja zurück und mache es und was erlaubt ist. Was passiert denn dem armen kleinen Träumi? Erstens Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist bereits angeknackst und bereits auch konditioniert auf noch mehr sich klein machen, auf noch mehr sich klein fühlen und auch noch mehr sich dann auch eben allein zu fühlen, infolgedessen, dass ja, dass du nicht mit deinen Spielkameraden zusammen bist und dass eben auch deine Eltern mit allem, was im Leben so kommt und wobei du dabei sein möchtest, allein lassen. Was passiert als zweites? Als zweites passiert, dass ein innerer Stimme sozusagen, ein innerer Dialog entsteht und zwar in der Rolle von dem inneren Kritiker. Und dieser innere Kritiker wird Bestandteil deiner Persönlichkeit. Das heißt, dass gerade diese Sätze, die ich vorhin, was dein 4 oder 5 Jahre altes kleines innere Kind gesagt hatte, ja, ich bin wirklich unnütze und ich bin ein Schamfleck für meine Eltern. Genau diese Stimmen werden sich verstärken und wiederkehren in ähnlichen Fällen auch ja, aktiv. Diese Stimme bleibt sogar, wenn wir dessen nicht bewusst werden, bis ins Erwachsenealter. Als drittes passiert, dass diese verachtenden Worte von den Eltern natürlich ein Schamgefühl, ein toxischen Schamgefühl erzeugen, welche ein Schamgefühl ist, was nicht gerechtfertigt ist. Das bedeutet, dass durch die Verachtung der Eltern dein Selbstwert weniger wird, du dich nicht akzeptieren kannst und du dich für dein alleiniger Wesen, dass du überhaupt existierst, schämen beginnst. Das ist natürlich toxisch, weil dieser Scham dich auch vor vielen, auch Entwicklungsmöglichkeiten, gerade dann im späteren Alter, ja, abhält und dich daran hindert, dich auszuprobieren und ja, deine ganz normale Fortentwicklung durchzuführen. Du kannst damit beginnen in 3 Schritten. Ab jetzt, sobald du inneren Dialog beginnst, achte darauf, wenn du diesen Dialog auf dich selbst richtest. Also sozusagen zu dir selbst, ja, vernichtende, verachtende, entwertende Sätze benutzt, wie ich bin doch ein Versager. Oder wenn du sagst, ich wusste schon, dass ich das nicht schaffe. Oder manchmal sprechen wir uns sogar in dritter Person an, wie ach, die Gabriela schon wieder, weil das sind genau diese Selbstbezichtigungen, die wir als innere Kritiker von unseren Bezugspersonen, von unseren Eltern oder ja, sonstigen Bezugspersonen übernommen haben. Wenn du magst, fang an, eine Liste zu führen, weil dann wird dir auch dabei auffallen, naja, welche Bezichtigungen, welche Bewertungen benutze ich denn besonders häufig? Zweiter Schritt ist, was ganz wichtig ist, dass nach einer bestimmten Zeit eine Art Inventar machst und du auch auf deine Gefühle achtest und in dir hineinhorchst, was das mit dir macht. Wenn
wenn es dir bewusst wird, wie verheerend diese Kindheit war und wie verheerend eben die Auswirkungen heute sind und dir das bewusst wird, wie deine Kindheit vergangen war, was du nicht mehr zurückholen kannst. Das ist nämlich Schritt 3, die Trauerarbeit. Das heißt, dass dieses Selbsthass und Selbstverurteilung langsam in ein Selbstannahme und Selbstmitgefühl umwandelt. Und die 3 Schritte sind unbedingt notwendig dazu, dass dieser innere Kritiker langfristig aus deiner Persönlichkeit und aus deinen inneren Dialogen eben verschwinden und diesen schädlichen Effekt hin ausüben. Ich hoffe, dass das heutige Video einige Erkenntnisse gebracht hat und ich wünsche mir, dass du den Prozess beginnst, den Prozess der Entkräftigung deines inneren Kritikers und dass du diese Verlassenheits, Gefühle, die ja auch damit einhergehen und uns daran hindern, dass wir Bindungen aufbauen und uns in Bindungen wohlfühlen, ja, immer mehr hinter dir lässt. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald, Gabriela.